Ja, die gute Gigaliga. Ich krempel meine Ärmel hoch. Denn jetzt kommt etwas. Etwas sehr Spannendes. Was ich gar nicht gerne mag. Weißt du, ich bin ja, was viele wissen. Nicht wissen. Doch, was viele wissen. Ein absolut guter und anständiger Verlierer. Was ich. nein, selber lassen. Was niemand weiß und nie wissen wird. Was ich aber wirklich nicht leiden kann, ist, on air zu verlieren. Weißt du, ich hab's immer. Irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich es schaffe. Wenn wir hier mittags ein bisschen rumdaddeln, da verliere ich mal, da gewinne ich mal. Aber wenn es dann zur Sendung kommt, bin ich immer on point. Weißt du, es gibt wirklich selten Spiele, die ich on air verliere. Aber jetzt spiele ich gegen den Georg. Warcraft und ich freue mich so darüber. The Frozen Throne, one on one. Ein so komplizierter Titel, ich bin froh, dass ich ihn richtig aussprechen konnte. Und ich fühle mich überfordert und ich habe auch ein wenig Angst. Du tust mir auch ein wenig leid. Georg hat das Spiel aufgemacht, ich klinke mich ein. Vor allem der Georg, der kennt sich halt wirklich richtig gut aus mit dem Spiel. Der jedes Mal, wenn wir irgendwie nach Hause fahren im Bus und so oder in der Straßenbahn, erzählt er mir, ey, ich habe jetzt die Taktik ausgearbeitet bei Warcraft Frozen Throne. Der weiß, wovon er redet an sich. Und ja, Eddie hat heute schon mal ein kleines Probematch gegen ihn gemacht. Ich schüchter ihn erstmal kurz ein. Ja. So. So. Game geht los. Ich spiele mit Mensch, Georg mit Untote. Und ich sag's gleich dazu, der Felix wird jetzt gleich ein bisschen kommentieren und einfach ein bisschen was erzählen, weil ich werde mich konzentrieren müssen. Ich werde versuchen, so viel wie möglich zu kommentieren. Ich bin nicht so der Warcraft 3-Checker, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bitte spart mir alle Warcraft 3-Profis. Okay, ich meine, ihr könnt mir Tipps geben, aber bitte macht euch nicht lustig darüber. Ich zocke gerade zum zweiten oder dritten Mal 1-1. Genau, also mit Klugscheißen, bitte haltet euch zurück, müssen wir wirklich nie haben. Ihr könnt natürlich jederzeit dem Georg. Und vor allen Dingen auch nicht an mich, weil ich habe auch keine Ahnung von Warcraft. Dass er nichts drauf hat. So, los geht's. So. Was? Eddie wählt zwei Mannen aus. Diese gehen in die Mehr Mine. Arbeit? Der eine kommt wieder raus. Mein Lord, was ist? Psst. Eddie ist ganz konzentriert. Kaserne. Das Schlimme ist, der Georg, sag dem Georg, der soll hinten in der Redaktion den Fernseher ausmachen. Weil sonst sieht er nämlich genau, was ich mache. Ja, stimmt, der hat ja diesen Vorteil, diesen kleinen Fernsehgucker-Vorteil. Ja, jetzt baust du gerade, nehme ich mal an, eine Kaserne oder sowas ähnliches. Ja, Kaserne, juhu. Richtig geraten. Mehr Arbeit? Richtig. Wie gesagt, es ist natürlich jetzt gerade am Anfang sehr, sehr schwer, mit alles ratzfatz gehen, dass man die Basis schnell aufbaut und gleichzeitig dafür sorgt, dass genügend Ressourcen vorhanden sind, irgendjemand ein bisschen Kundschaft geht. Ich bin jetzt hier erstmal heftig am Scouten. Ich habe gehört, das macht man so. Richtig. Erstmal rausfinden, wo die Basis von Georg ist. Richtig. Ja, mein Lord. Was ist? Vielleicht solltest du noch einen Knappen zum Bauen ranschicken, damit ich kann ein bisschen hier schneller bauen. Ja, da baue ich erstmal einen Altar der Könige, damit ich gleich meinen Arbeit. Held benutzen kann. Ein paar Wohnhäuser. Denn nur Was? Mit diesen Wohnhäusern können wir halt Arbeit mehr ist mein Leute Lord. Beschäftigen. Ich muss sagen, ich fühle mich bei diesem Spiel immer so überfordert. Es gibt so viele Schauplätze, an denen man gleichzeitig aktiv sein muss. Ja, es gibt einfach unheimlich viele Lord. Sachen, an die man gleichzeitig denken muss und so gut wie möglich oder so schnell wie möglich hintereinander absolvieren. Wow! Was ist das denn? Ich glaube, okay, den kleinen Scout kannst du vergessen. Aber da ist der Georg schon mal nicht. Du kannst jetzt, glaube ich, schon ein paar Einheiten bauen, ja. Es ist mehr Gold erforderlich. Loslegen. Vielleicht die eine Einheit, die da rumsteht, gleich an den Altar schicken, ja, damit mein die den Wald abbaut. Ach, die Menschen können... Ja, natürlich, wenn mehrere an einem arbeiten, dann bauen sie schneller. Oh, erstmal noch ein paar Arbeiter. Arbeit ist vollbracht. Also ich muss hier immer noch sagen, wie gesagt, ich habe es dir heute auch schon öfters gesagt, ich finde ja, dass das Spiel optisch immer noch sehr, sehr schön aussieht, auf jeden Fall. Mal bluffen. Bereit zur Arbeit. Es ist natürlich schlecht, wenn der Georg uns gerade zusieht. Nein, wenn er fair ist, dann guckt er nämlich nicht. Ja, aber wir kennen doch die Leute hinten aus der Redaktion. Die sind doch nicht immer so sonderlich fair. Mehr Einsatz bereit. Oh, ja, mein Lord. So, mein Held wird ausgebildet. Sehr schön. Ja, mein Lord. So. Vielleicht noch mal Verteidigungstürme, genau. Was braucht ihr? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Genau. Was? Denn, ich gehe am Anfang erstmal ein bisschen auf Verteidigung, weil ich in dem Spiel halt. Wenn ich den Georg kenne, wird er versuchen, so schnell wie möglich einfach eine Armee aufzubauen und dann versuchen Errichtet zu rushen. Mehr Höfe. Und da wären ein paar Abwehrtürme gar nicht mal so schlecht. Ich habe keine Ahnung, wo der ist, aber der scoutet, der Georg. Das heißt, ich muss ihn dann aufhalten. Befehle? Jawohl, mein Lord. Mal hier ein bisschen. Arbeit ist vollbracht.
Und dann müsste ich ja auch irgendwann zur Arbeit. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Mehr Arbeit. Ich würde noch ein paar mehr Türme hinbauen. Ja, ich muss ja noch ein Was? Bisschen Holz bauen. Hoffentlich lohnt es sich auch. Ja, mein Lord. Ich muss schon sagen, das, was du hier machst, sieht für mich als Warcraft-Noob gar nicht so schlecht aus. Hoffentlich kommt er jetzt nicht von dir. Oh, da ist er, da ist er. Ja, mein Lenz. Scheibenkleister. Natürlich. Da ist er. Das ist das Fiese. Ich muss schon ein paar Kämpfereinheiten bauen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Guck, der hat schon einen Held. Das ist so gemein, ey. Du hast ja auch schon einen Held. Schau, was Held macht. Hier. Zu den Waffen. Jetzt werden sie nämlich alle in Elite umgemünzt. Schick mal deinen Helden hin. Was ist? So. Oh, der schläft gerade, dein Held. Ja, das ist so fies, ey. Und hier gibt es schon den ersten Kampf gegen den Helden. Und Georg muss sich zurückziehen. Es ist spektakulär! Mein Wasserelementar. Vertreibt den bösen Georg. Was ist es diesmal? Renn, renn. Für den Ruhm. Mehr Arbeit? Ja. Nein, nein. Jetzt nicht wegschalten. Schon. Ich habe seinen Helden fast am Arm. Ja, guck hin. Sehr Georg gut, flieht! Gleich benutzt das Townportal. Wetten? Für den Ruhm! Was ist? Mann, Mann, Mann. Hier. Ich glaub, den kriegen wir nicht mehr ganz. Und ich weiß genau, wo er hinrennt. Dann weiß ich auch, wo seine Basis ist. Und? Ich glaube, Georg ist gerade ganz schön im Bedrängnis. Flori Fostaris Sedar! Ja. Unsere Streitkräfte, ich glaube, diese große Schlacht werden wir nachher noch ein bisschen weiterverfolgen, oder, lieber Eddie? Ja, ja, ihr müsst. Mach ruhig, ich zock weiter. Wir werden diese Schlacht gleich weiterverfolgen, dann werden wir sehen, wie es denn nach diesem ersten Match ausgegangen ist und vor allen Dingen dann, wie es im zweiten Match aussieht und wer dann letztendlich gewinnt, bleibt dran. Friday Night Raw, sozusagen. Giga Liga in der Hausa. Heute geht's richtig zur Sache. Ich habe ein Match offen gegen den Georg. Es ist pausiert, sodass ihr nicht irgendwie was Spannendes verpasst. Man kann sagen, der Anfang war schon spannend. Also ich fand's sehr, sehr spannend. Und man hat ja auch gesehen, du hast den Georg erst richtig eingeheizt. Und dann, darf ich das erzählen? Also wir waren dann kurz mal hinten, da hat der Georg sich mit dem Eddie ein bisschen besprochen, hat ihm ein paar Tipps gegeben. Und dann gehst du zum Georg hin und sagst so, ey Mensch, der Eddie hat dir doch gerade voll eingeheizt. Und der Georg so, nee. Den mache ich gleich richtig platt. Also Georg ist der Meinung wahrscheinlich, dass das jetzt gleich zu Ende gehen wird, das Tag. Deshalb will ich gar nicht so viel reden. Erst nochmal vielen Dank an alle, die mir Tipps geschickt haben, wie man richtig startet und so weiter. Und ja, ich habe alles falsch gemacht, ich weiß, aber nichtsdestotrotz, ich werde kämpfen und deshalb sage ich einfach mal, Georg, fahr das untergehen. Spiel ab und lass uns weiterzocken. Ich bin heiß. Los geht's. Das heißt, der Georg hat dich gehört, das heißt, er muss ja fernschauen. So. Ja, ja, er guckt aber nicht richtig hin, also hoffe ich. Was? Ja, ich glaube, so fair ist der Georg auf jeden Fall. Ja, was hast du denn vorhin so ein bisschen falsch gemacht? Ja, ich habe halt meine kompletten Arbeiter irgendwie rauslocken lassen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir hätten es einfach im Hintergrund weiterarbeiten lassen sollen, oder wie? Ja, ich hätte die halt nicht als Miliz da hinschicken sollen, weil das halt nichts bringt, weil... Was? Ja, mein Lord, bereit zur Arbeit. Oh Mann, der greift schon wieder an, es ist so... Du brauchst mehr Kämpfer. Du hast zu wenig Kämpfer irgendwie, Junge. Danke für den Tipp. Was ist? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Tick da mal ein paar Mal drauf, nicht nur einmal. Bereit zur Arbeit. Dass du mal so ungefähr 10 Was ist es diesmal? Kämpfer baust. Und? Ich kann es kaum erwarten. Einsatzbereit! Oh, dein Held, der schlägt schon wieder die faule Sau. Das geht mir so auf den Sack. Dieser dumme Schlafangriff. Und der nervige Georg immer mit seinem blöden Helden. Ihr braucht meine Hilfe? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, aber ich habe langsam wieder Kohle. Es ist mehr Gold einsatzbereit. So. Es ist mehr Gold. Jetzt habe ich wenigstens zweite Tech. Die Türme bringen ja irgendwie auch nicht so viel. Nee. Wahrscheinlich musst du da erstmal ein paar Leute reinpositionieren, damit sie was bringen. Was soll ich, was baue ich, was baue ich? Schmiede brauche ich. Ja, mein Lord. Ja. Ein Holz. Was? Einsatzbereit. Na gut. Auch Geld. Du brauchst vor allem mal mehr Einheiten. Du machst schon. Ja, ich baue ja schon jetzt. Aber ich habe immerhin den ersten Angriff schon mal abgeschmettert. Vielleicht ich glaube, der Georg wird gleich so mit einer Mega-Armee einwandern. Vielleicht kann ich jetzt ein bisschen creepen gehen. Was auch immer. Einsatzbereit. Was auch immer. Ich habe leider mein Town Portal schon benutzt. Du willst dich jetzt wirklich so weit rauswagen? Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine so gute Idee ist. Ich kann es kaum erwarten. Du sollst mein Spiel kommentieren und nicht mit mir diskutieren. Ja,
Du gehst gerade in die Rüstung mit dieser Unparteiischen, die dir auch aufmacht. Ja, wie soll ich mich denn da creepen? Die sind ja alle viel zu krass. Ich trau mich nicht mit den Skepten. Wieder zurück. Oh Mann, ich spiel so schlecht. Aber ich hab das macht ja nichts. Ist ja in Ordnung. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal eine Frontalattacke auf Georg. Genau, gute Idee. Angriff ist die beste Verteidigung. Das sagte schon Eddie Murphy. Und wir alle wissen, wie gut Eddie Murphy in Warcraft ist. Was macht der denn da eigentlich? Was ist? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh, was geht denn hier ab? Da geht es jetzt richtig ab. Okay. Ich glaub, was, warum steht ein bisschen in der Überzahl. Warum steht das Water-Element einfach nur doof da? Ich glaube, du musst den Water-Element auch ein bisschen befehligen. Das ist der schläft! Die faule Ratte! Das dumme Water-Elemental! Ich sehe schon, was der Georg vorhat. Der möchte sich immer mehr in seine Gefühle locken. Ja, soll er mal machen. Damit er sich kommt, er wieder nach einem Zerren kann. Ich glaube, der Georg ist gar nicht so gut. Dieses ganze, ja, jetzt mache ich dich gleich hier fertig. Ja, nur komm, wenn ich, das war alles nur Gelaber. Okay, schlecht. Könnte ja doch durchaus. Hä? Wieso ist mein Held weg? Dein Held hat es gerade irgendwie nicht geschafft. Ich würde schleunigst einen neuen bauen. Einsatzbereit. Tja, jetzt ist natürlich dein kleines Camp sehr verwundbar. Was? Geht mal der Georg öfter auf. Oh, endlich machen sich die Türme nützlich. Die legen auch mal ein bisschen los. Richten Schaden an. Jetzt gibt es aber Kasala! Wenn du jetzt noch einen Held bekommst, könntest du noch durchaus eine Chance haben. Was ist? Das war's. Ey, das, wie viele Typen der hat, das ist unglaublich. Ja, aber das ist ja auch nicht gerade wenig. Okay, da wuselt irgendwo ein Arbeiter mit Holz auf den Schultern rum. Sag das Zauberwort. Ich glaube nicht, dass der Georg es noch schaffen wird, in der Zeit deine Camp zu vernichten. Ein kleines Feuer. Ja, mein Linzer. Nun mach ich schon. Was geht denn hier? Das ist ja unglaublich. Das erinnert an Massenschlachten wie Braveheart. Das ist unglaublich, was sich hier abspielt. Und da kommt der Held nochmal zurück, wurde aber wieder gesleept und greift nochmal neu an. Da kommt aber von hinten nochmal einer. Und da ist der dritte Arcane Tower fertig. Jetzt von drei Seiten wird der Held angegriffen. Ist denn das die Möglichkeit? Nein, das ist die Möglichkeit. Ist sie das? Es ist sie. Was ist denn hier eigentlich los? Ich werde wahnsinnig. Eine Massenschlacht in der eigenen Basis. Der Held ist wieder gesleept, aber das Water Elemental lebt auch nicht mehr. Und der Held reitet raus und wird jetzt Sauron gegen den einzigen Ring kämpfen lassen. Was ist denn los? Ich bin durcheinander. Gegen den einzigen Ring kämpfen. Aber ich hole meinen Helden. Wo ist mein Held? Da ist mein Held. Der geht dem anderen bösen Helden hinterher. Ich krieg diese Ghouls nicht weg. Aber ich lass mich nicht rauslocken. Ich bin ja nicht doof. Renn wieder zurück. Und Erzmagier Stufe 1. Du bist tot. Ist wieso ist denn da überhaupt da rausgerannt? Ja, ich glaube, ich würde sagen, Georg hat so ziemlich die Oberhand gewonnen. Ich denke mal, ihr bettelt jetzt hier ordentlich weiter. Oh, und ich schaue hier noch ein bisschen beobachte mit und dann werde ich euch natürlich erzählen, wer Tipps gewonnen an hat. Tipps an und dann werden wir natürlich sehen, wie das Ganze dann auch in die Giga-Liga eingetragen wird. Ja, Giga-Liga heute großes Thema bei uns. Ganz großes Thema, muss man sagen. Und ich muss sagen, wenn man dann so ein Match sieht, was dann auch über die Giga-Liga gehandhabt wird, dann betrachtet man das auch wieder mit ganz anderen Augen, weil da steckt ja dann ein bisschen mehr Competitive Spirit dahinter und man strengt sich einfach mehr an und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Es ist einfach ein Drecksspiel, Warcraft 3. Verdammt, nein, ist es nicht. Es macht wirklich Spaß, aber ich habe natürlich auf den Sack gekriegt. Kurz nachdem das Take zu Ende war, kam der Georg und hat irgendwie meine ganze Basis platt gemacht. Ich hatte keine Arbeiter mehr, kein Geld mehr und war eigentlich schutzlos ausgeliefert. Ich hatte dann noch meinen Helden, der wiederbelebt wurde. Und der dann immer wieder ins Schlafen gegangen wiederbelebt ist. Wurde und kam dann irgendwann noch raus, hat aber natürlich auch schon auf den Sack gekriegt. Georg hatte dann einen Level 5 Helden und noch einen zweiten Helden. Da kann man, glaube ich, dann einfach nicht mehr viel machen. Man muss sagen, da im Gegensatz zu dir ist der Georg halt einfach in Übermacht in dem Spiel. Ja, aber ich habe ihn auch ein bisschen. Also es ging nicht ganz so schnell, wie ich gedacht habe. Und ich habe viele Tipps gekriegt, die ich versuche, das nächste Mal umzusetzen. Und dafür bin ich auch schon sehr dankbar. Jetzt muss ich aber sagen, kriegt der Simon sein Fett ab. Ich habe so einen Hals und das werde ich jetzt direkt bei Worms rauslassen. Und zwar beim Match gegen Simon. Simon hat mich gefordert. Ich bin Platz 19. Der Simon ist auch nicht sonderlich gut. In der Worms-Ladder. Und Simon ist, glaube ich, neu eingetreten, halt also irgendwie Platz 3874. Und zusammen mit mir. Eins muss ich noch sagen, bevor ich das Spiel aufmache. Simon, gleich, ich komme. Und zwar, der Georg ist gerade dabei, die Scores einzutragen und wird auch das Replay von unserem Match hochladen. Also, wenn ihr es nochmal sehen wollt, könnt ihr es euch runterladen.
sind noch ein paar nette Kommentare von mir am Ende. Ein paar Leute wollen es auf jeden Fall haben, denn wir haben schon einige gesagt, zum Lachen war es auf jeden Fall sehr gut. Ja, hat denn der Georg schon den Score eingetragen? Ja, er ist, glaube ich, gerade dabei. Ich weiß nicht, er lädt auf jeden Fall auch noch das Replay hoch. Könnt ihr euch, wie gesagt, dann gleich runterladen und mir dann auch noch mal Tipps geben. Ich werde das Ganze natürlich auch noch mal analysieren, wie sich das für einen richtigen E-Sportler gehört. So, jetzt mache ich aber ein Worms World Party Match auf. So. Der Simon ist schon nervös. Ich höre es schon hinten tappeln der am Simon, Tisch. Der ist... Soll ich vielleicht mal rübergehen, ein bisschen von Außenreportage machen vom Konsolentisch? Nee, bleib ruhig hier. Du wirst gleich mal hier den Worms-Profi in Aktion sehen. So, da ist mein Team Nuts. Never underestimate these suckers. Gegen das Team vom Simon, das sich da nennt Bimons Bananas. 1, 2, 3, 6 gegen 6 wird gespielt bei uns. Und 10 Minuten. Genau. Und ich kann euch schon mal was versprechen. Ich bin zurzeit, ich suche die erste Map aus. Ja, die ist schön. Ich bin zurzeit in Kontakt mit dem ersten aus der Worms World Party Ladder. Simon, bestätige mal mit der Glühbirne. Simon, bestätige ja, mit der Simon Glühbirne. Simon war ja noch nie der Hellste. So, und ich stehe, wie gesagt, in Kontakt mit ihr stinkt. Also so nicht ihr stinkt, sondern ihr stinkt. So heißt also, der so, Typ. So heißt der erste, genau. Der World Worms Party. Und ich habe mich schon verabredet mit ihm, werde nächste Woche ein Match austragen. Also... Platz 19, hoffentlich dann ein bisschen höher, gegen Platz 1 aus der Worms World Party. Das ist, glaube ich, werde mir das auf jeden Fall antun und zuschauen. Bin ja mal gespannt, wie der Junge zockt. Ich kann oder nur sagen, er hat schon per E-Mail ganz schön große Töne gespuckt, aber... So, ja. Jetzt aber mal zurück zum Spiel, beziehungsweise schauen wir mal, wie das Ganze hier aussieht. Der Simon hat Grafikfehler. Ach, der sieht schon genügend. Der sieht seine Würmer, das war. Ja, dann gehen wir vielleicht nochmal... Okay. Jetzt zeigt der Simon schon mit solchen Grafikfehlern. Das finde ich sehr lustig. Hier, das ist komplett aufgeteilt. Hier rechts sind alle seine Leute und links sind meine. Das war's jetzt gerade eher, oder? Yo, Mist! Ja. So. Yes, mal gucken, wer jetzt dran ist. Chief Rocker ist dran. Der steht natürlich recht heikel, muss man sagen. Den will ich erstmal ein bisschen woanders hin transportieren. Du hast ja heute schon geübt mit dem Seil. Ah, das ist keine gute Idee. Mist, das war auch dumm. Egal. Ja, ein bisschen habe ich geübt. Aber als erstes hole ich mir jetzt mal... Also, ich wüsste dir ja schon eine feine Attacke. Nee. Ich meine, die geht leider aber auch noch nicht. Mist, mir fällt gerade nichts ein. Dann ja. Mach doch einfach ganz normal. Nutze den Wind. Insofern das geht. What you doing? Liar! Amokschuss. Ja, aber er hat getroffen, der Amokschuss. Sehr schön. Da hat der Simon noch nämlich im Hintergrund gelacht und so, haha, Amokschuss. Ja, aber nur 28. Ja, aber dennoch aus der Position gar nicht mal so schlecht. Captain Kef hier. Ich glaube, der schießt sich jetzt selber in den Fuß. Ich muss sagen, ich glaube, ich bin mittlerweile Worms-süchtig. Wir haben heute den ganzen Tag gezockt. Das Spiel macht so unglaublich Bock. Hey, das darf man nicht. Das ist... Hallo? Würmer wechseln ist laut Regelwerk, glaube ich, nicht erlaubt, laut OneZock. Pepper in der Regie? Wir hören das offizielle Regelwerk. Naja, dann... Egal jetzt, dann darf ich aber auch wechseln. Tja... Wäre der Simon schlau gewesen, hätte er eine andere Waffe eingesetzt. Ich weiß, dass ihn zwei, du hässliches Stück. Okay, also wenn der wechseln darf, dann darf ich aber auch wechseln. Ja, was ist denn nun offiziell? Dann muss ich mich mal schlau machen. Ich werde mal ein bisschen hier in der Giga-Liga rumstöbern. Und gucken, was denn hier nun die offizielle Regelung ist. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber war trotzdem nicht schlecht. Ja, ich glaube, bis zum nächsten Tag werde ich natürlich ordentlich recherchiert haben und dann wissen, was denn Regel ist, ob man die Würmer durchwechseln darf. Wenn nicht, ist das hier ein illegales Match und der Simon hat zuerst die Regel gebrochen. Ich will das hier nur noch mal festhalten. Erst kommt er mit Grafikfehlern, dann kommt er mit Teleportern. Der fordert den nicht. Ich gebe ihm auf jeden Fall eine negative Bewertung. Der spielt mit schmutzigen Tricks. Ja, vor allem nicht nur, dass er mit schlechten Tricks spielt. Er kann es auch ganz und gar nicht. Ja.
Chopper's got a brand new bag. So, wir machen hier auf jeden Fall das Match noch weiter und wir sind dann gleich zurück. Ich glaube, Konsole ist eh gleich dran, da geht's dann direkt weiter. Und jetzt kommt der wunderbare Flash. Entschuldigung, dass ich euch mit einem Lachen begrüße, aber eben gerade gab es hier eine recht lustige Konstellation. Können wir mal ganz schnell rüberschalten? Da! Das ist nämlich der T-800-Wurm, der sich gerade selbst in absolut beeindruckender Weise selbst zerstört hat. Und jetzt auch seinen Kollegen! Ja, es ist zu schön. Und jetzt achten wir mal unten links auf diesen grünen Balken, der immer, immer kleiner wird. Es ist zu schön. Also wir spielen immer noch Worms, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt. Und wir sind fair wie immer. Und es gilt, möglichst zu gewinnen. Also eigentlich habe ich, glaube ich, jetzt schon gewonnen. Aber ich will da gar nichts sagen. Ich werde da einfach mal noch ein bisschen hier rüber hüpfen, mein Dynamit abwerfen und dann gucken, dass ich mich möglichst schnell davon mache. Nein! Naja, gut. Aber zumindest könnte das noch funktionieren, um den einen nötigen Punkt noch abzuziehen. Jawohl, das war's. Leider trifft das jetzt auch meinen Udo Unterbuchse. Denn die Selbstzerstörung ist auch nicht zu verachten. Aber damit kann ich leben. Nettes Grab übrigens, Eddie. Finde ich schön. So. Ich bin gespannt. Es ist natürlich jetzt auch echt schwer. Mit einem kann man sich nur sehr, sehr schwer überhaupt noch behaupten. Wie? Was heißt denn diese weiße Flagge? Wie? Eddie? Hast du aufgegeben? Das überrascht mich jetzt schon so ein bisschen. Okay. Machen wir noch eins? Müssen wir ja. Okay, dann haben wir jetzt hier einen Fall, der mich eigentlich auch ein bisschen ärgert, weil ich habe gewonnen mit nur einer Runde, weil ich noch alle 5 Würmer übrig hatte. Da trage ich dann gleich mal mein Ergebnis ein. Mal gucken, ja, wir können es eigentlich gleich mal probieren. Oder willst du noch mal eine Runde, Eddie? Ja? Okay, dann mach du schon mal einen Server aus. Ich gucke derweil mal ganz kurz, ob ich die Daten eintragen kann. So, da bin ich nämlich hier schon in der Giga-Liga und bin hier auch, Moment, irgendwo habe ich schon vorbereitet bei meinen, genau, bei dem Match gegen Etienne. Der hat mich nämlich gefordert. Wie ist das eigentlich mit den Punkten? Da müsste ich ja jetzt eigentlich ein bisschen mehr Punkte kriegen, weil mich der Große, weil mich jemand von oben gefordert hat. Weil ich bin ja auf der Liste wirklich ganz weit unten. Aber ich sehe schon, ja, das jetzt einzutragen würde wahrscheinlich zu lange dauern, aber auf jeden Fall müsst ihr dann hier einfach auf Details klicken und dann könnt ihr das Ergebnis des Matches jeweils einstellen. Ich gehe mal wieder komplett raus und zurück zu Worms, denn da will jemand ein Rückmatch. Und ich bin immer für ein Rückmatch zu haben. Man sollte sich nie mit Leuten anlegen, die einfach sowas auf ihrem Tisch stehen haben. So. Ich weiß genau, dass heute jemand mit mir nicht weggehen wird heute Abend. Ich glaube, es sieht für mein Wochenende sehr, sehr schlecht aus. Ja, ich gehe wieder ins LAN, hoffe, dass Eddie jetzt mittlerweile schon ein Spiel aufgemacht hat, was er natürlich schon hat. Und schnell nochmal die Beam und Bananas ausgesucht. Ich finde, die Beam und Bananas haben eine ganz, ganz große Zukunft vor sich. So, Eddie sucht währenddessen noch ein Areal aus. Also normalerweise kann jeweils immer einer jeweils ein Areal raussuchen. Also ich hätte jetzt dann aussuchen können. Ist aber eigentlich egal, weil ich fühle mich auf allem recht wohl. So, und schon sind wir drin. Und der Chief Rocker ist zum ersten Mal dran. Was wird er tun? Wir alle kennen den Druck, der jetzt auf ihm lastet. Direkt eine Granate vor ihm, ein Benzinfass hinter ihm. Was soll er nur machen? Ich wäre nicht gern in seiner Lage. Da demonstriert er noch schnell 2 kleine Rückwärtssprünge. Übrigens wirklich sehr praktisch, um eben auf höher gelegene Ebenen zu kommen. Muss man einfach nur 2-mal Backslash drücken, für alle, die es vielleicht nicht wissen. So. Eddie. Watch this. Das etwas seltsame ist, ich kann... Das ist einfach zu schön. Nein, ich wollte gerade sagen, ich kann hier hören, weil es ja ein wenig zeitverzögert hier zu mir kommt, wie es ausgegangen ist. Das ist recht seltsam, weil ich eben dann schon, bevor es soweit ist, weiß, ob der Wurf zum Beispiel geglückt ist oder nicht. So, und das sieht mir doch ganz praktisch aus. Au! Ich könnte jetzt ganz fies sein und ihn einfach nur stumpen, aber da wäre ich mir nicht sicher, ob das auch wirklich funktioniert. Deswegen verlasse ich mich da lieber aufs Gewehr. Sehr effektiv, um Gegner ins Wasser zu treiben. Hat hier jetzt an der Stelle auch wunderbar funktioniert. Und wenn ihr dann ohnehin schon an so einer Ecke steht, kann ich vielleicht noch mal einen kleinen Tipp abgeben. Stellt euch immer ganz eng mit dem Rücken zur Wand.
dass euch der Nächste dann nicht runterstumpfen kann. Oh, ich sehe gerade, das war ein Fehler. Ich hätte oben einfach aufs Benzinfass schießen können. Und dann hätte ich den Chief Rocker auch noch getroffen. Naja, man kann ja nun mal nicht alles haben. Einmal richtig krass bei Worms Rulen reicht eigentlich auch schon. So, das war leider ein bisschen zu weit, deswegen darf er an der Stelle jetzt nicht mehr weiterspielen. Wir hätten jetzt einen Bungee-Seil nehmen können. Zum Beispiel. So, gucke ich mal nach einer Cluster. Oder habe ich noch was Besseres? Habe ich hier irgendwo ein Schaf? Okay, jetzt wird es schwierig. Ich hoffe mal, dass das Schaf tatsächlich... Obwohl, ich glaube, ich springe doch besser nochmal da hoch. Weil das Schaf ist an sich die ultimative Geheimwaffe, aber bleibt manchmal an total blöden Vorsprüngen hängen. Das wollen wir natürlich nicht. Killerschaf! Und einen noch! Au, au, au. Das tat sogar mir weh. Aber hat sich durchaus rentiert. Ja, da war's. Nur noch... Waren's noch drei? Wir haben aber nur noch 30 Sekunden, deswegen glaube ich nicht, dass wir dieses Match zu Ende sehen können. Aber ich habe da schon so eine kleine Idee, wie es ausgehen könnte. Da macht sich wohl jemand an meinem Xafang-Xylophon zu schaffen. Oder doch Captain Kefir? Oder doch Udo Unterbuchse? Oder Karl Knicklicht? Du hast die freie Auswahl. Okay, wir haben noch 25 Sekunden, liebe Regie. Die werden wir hoffentlich noch kriegen. Denn diesen furiosen Move will ich auf jeden Fall noch sehen. Die Regie wettet gerade, ob Eddie ins Wasser fällt oder nicht. Ich finde das nicht fair. Ich will sowas nicht hören hier. So. Okay. Hätte sogar funktionieren können. Ist eigentlich immer ganz praktisch, um einen aus der Ecke rauszuholen. Aber hier war dann doch ein kleiner Pixel davor. So, das ist das Match. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe jetzt noch 45 Sekunden, um meinen nächsten Move zu machen. Deswegen ganz schnelle Abmoderation und weiter. Ja, es ist wirklich sehr, sehr hart umkämpft hier bei Worms World Party für die Giga-Liga. Das ist ja ein Giga-Liga-Match, muss man dazu sagen. Und Kollege Eddie ist immer noch mit Kollege Simon beschäftigt. Ja, und nachdem der Kollege Simon das erste Match sozusagen gewonnen hat, wird jetzt Eddie versuchen, hier nochmal Kollege Eddie versuchen, so richtig eins auf die Nüsse zu geben. Ja, wie sieht's denn aus, Eddie? Was? Komm, ich meine, was hast du denn jetzt hier vor? Was ist denn jetzt deine Taktik? Wie willst du jetzt den Simon hier zermürben? Ich hab schon verloren, falls du noch nicht ausgerechnet hast. Es ist egal, was ich mache. Deshalb werde ich diesen Wurm nehmen und mit ihm Seil springen. That's a court martial, fast so. Soldier! Sir, yes, sir! Komm, wir kämpfen weiter. Für die Ehre! Hier geht's ja schließlich, genau, wie der Simon schon sagt, für die Ehre einfach, dass man hier noch heldenhaft wenigstens versucht, den Gegner... Ich fange erst gar nicht an, irgendwas dazu zu sagen. Bei der ersten Map, wo er seine scheiß Grafikfehler hatte, da habe ich nämlich geruht. Ja, warte mal, es kann ja noch sein, dass Simon es schafft, sich total selbst zu zerstören. Dann weiß er ja nie. Das bringt auch nichts, weil ich da nur drei Würmer übrig hätte und er 5-3 gewonnen hätte. Es ist egal, dieses Spiel ist nur noch für die Galerie. Und damit Simon noch ein paar coole Sprüche droppen kann. Ja. Jetzt schaltet sich auch noch der Patrick ein und will auch noch was zum Besten geben. Was? Er hat 5-0 gewonnen. Wenn ich jetzt diese Map mit rein gewinnen würde, hör richtig zu, Junge. Ja. Wir können dir vielleicht noch ein paar coole Waffen zeigen, die Würmer auf Lager haben. Ich könnte aber mal kurz was zeigen. Auf der Giga-Liga gibt es ja auch einen netten Button, und zwar den Support-Button. Wenn man einfach mal bei mir auf den Rechner schaltet, und zwar hier sieht man den schon ganz groß gekennzeichnet, Support. Ich bin jetzt zwar nicht eingeloggt, aber dennoch kommt man dahin. Und das ist sehr, sehr nett. Hier kann man für jedes Spiel, das in der Liga vorhanden ist, zum Beispiel NHL oder Counter-Strike. Wo sind jetzt die anderen? Aha. Ich glaube, ich sollte mal lieber Reload machen. Hier könnt ihr euch auch als Admin unter anderem bewerben und zum Beispiel auch die Regeln der verschiedenen Spiele nochmal genauer anschauen. Und was auch sehr, sehr nett ist, auch ein FAQ.
FAQ. Ja, hier zum Beispiel Bugs und Fehlertäufer, Bewerbung als Admin, Spam, technischer Support und wie gesagt, die ganzen Games, die hier vorhanden sind, könnt ihr dann eure Probleme dazu schreiben mit eurem Namen, E-Mail und Beschreibung, Überschrift und wie gesagt, gibt auch ein FAQ dazu, was denn nun die wichtigsten Sachen in der Giga-Liga sind. Könnt ihr mal schauen, ob das jetzt alles hier so ein bisschen funktioniert. Oh, ich sehe gerade... Ja, hier zum Beispiel das FAQ, was ist die Giga-Liga? Ich habe einen Bug entdeckt, wie und wo kann ich den Fehler melden? Oder Registrierung, wie registriere ich mich überhaupt für die Giga-Liga? Kriege ich auch noch immer viele, viele E-Mails, dass es da noch Probleme gibt. Hier steht das alles drin, wie ihr das machen könnt. Und wann ist überhaupt meine Registrierung erfolgreich abgeschlossen? Ja, Benutzerseiten, wie funktioniert der Login? Ich habe mein Passwort vergessen, was nun? Ich habe auch schon viele Sachen bekommen. Also eure Antwort auf alles ist im FAQ und wie gesagt im Support-Button. Klickt einfach mal darauf. Und ja, damit möchte ich dieses spaßige Match verlassen und ja, wünsche euch schon mal ein kleines schönes Wochenende.